So, hallo allerseits, jetzt geht's richtig los. In diesem Screencast werde ich euch zeigen, wie ihr mit Bootstrap so richtig tolle Navigationsbars macht, also Sachen wie hier auf dieser Website, wo ein sehr komplexes Menü dargestellt werden kann, und zwar auf ganz unterschiedlichen Größen von Screens. Dazu brauchen wir alles, fast alles, was wir bis jetzt gelernt haben von Bootstrap, weil wir werden jetzt auf diesen Nav-Elementen aufbauen und solche Navbars bauen, wie ihr hier auch seht, entsprechend mit dunklem Hintergrund, wie auch immer das dann aussieht. Die Basic Navbar ist auf W3 Schools beschrieben. Sie zeigt auf, wie die einzelnen Items aufgebaut sind. Das lehnt sich eigentlich genau an, was wir schon gehört haben vorher. Wir kopieren doch das einfach mal in unseren Brackets rein und sehen, wie das dann dort aussieht. So, und zeigen an den Bildschirm rechts. Hier sieht es noch relativ unspektakulär aus. Drei Links, ganz brav nebeneinander. Was ihr hier seht, ist eigentlich das spannende Navbar Expand SM. SM, ihr erinnert euch vielleicht von diesem Grid-System, das bedeutet Small, und das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen, wenn der Bildschirm schmaler wird, dass dann das Menü kollabiert. Genau, jetzt habt ihr es gesehen, genau hier bei diesen Anzahl Pixels, es geht genau bei 576 Pixels, wechselt die Darstellung und die Menüs werden von horizontal plötzlich auf vertikal gewechselt. Das ist jetzt auch noch nicht genau das, was wir wollen, aber ein wichtiges Element, um letztlich das zu haben, was wir brauchen. Als nächstes machen wir mal noch die Navbar etwas dunkler, damit man sie besser sieht. Also von Navbar Light auf Navbar Dark. Und dann brauchen wir noch die Klasse, damit die Links nicht so komisch aussehen, blau. Das macht man mit Navbar. Auch da noch ein Dark und dann werden sie schön eingegraut. Es gibt noch verschiedene andere Farbstile, die ihr brauchen könnt, aber ja, ihr kennt das von den Primary. Dann ist es schön blau und wenn man das noch Primary macht, dann sind sie weg. Navbar Light müsste man dann, nein, ist auch nicht so schön. Also ihr könnt ausprobieren, lassen wir es mal bei Dark, weil das, finde ich, sieht am besten aus. Eine weitere Möglichkeit besteht noch, ein Logo, ein Icon oder ein Brand einzubauen. Das kann man dann so tun, indem man mit einem Link beispielsweise class gleich navbar brand ein neues Element hinzufügt, href, dann beispielsweise auf einer Website irgendwas.ch. Und dort innerhalb von diesem Ding beispielsweise unser Bild, das wir haben, SRC, voilà. Jetzt ist es ein bisschen groß, machen wir es ein bisschen kleiner, müssen wir noch den Style anpassen, vielleicht 50 Pixel, so, eben noch ziemlich groß, aber egal. Jetzt seht ihr es, also so sieht es einigermaßen okay aus. Wenn es kleiner wird, dann wechseln hier die Knöpfe. Das sieht noch nicht so optimal aus. Das müssen wir noch anpassen. Was wir faktisch wollen, wir wollen hier einen Knopf haben. Und wenn der Knopf erscheint, soll das Menü hier auf der linken Seite erscheinen. Also, das können wir so machen, indem wir zuerst mal einen Button hinzufügen und dort die entsprechende Klasse Navbar Toggler, also Toggler eben dieses Hamburger Menü erstellen. Type müssen wir ein Button nennen und dann Data Toggle nehmen wir Collapse. Und mit diesen Befehlen muss man noch angeben, was genau geschehen soll, welches ist der Target, wo sind die einzelnen Elemente, die einen ausgeschaltet werden sollen, mein Menü beispielsweise. Und jetzt innerhalb vom
Button müssen wir noch zeigen, wie der aussehen soll. Da gibt es eine schöne Vorgabe von Bootstrap, die nennt sich Navbar Toggler Icon. Und so kriegen wir dann so einen Hamburger, seht ihr, den da angezeigt. Jetzt, der müsste noch ein bisschen rumgeschoben werden. Und zwar müssen wir jetzt vor allem hier noch diese Links, die wir da als Mein Menü bezeichnen, richtig einbauen. Dazu brauchen wir ein Div. Und das Div hat die Klasse Collapse sowie die Klasse Navbar Collapse. Und jetzt geben wir da genau die ID an, die wir oben festgelegt haben, Mein Menü. Ja. Und jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. Voilà, manchmal geht es von Anfang an. Also wir haben hier ein Menü horizontal, solange da noch ein Bildschirmbreit einigermaßen okay ist. Und je kleiner er wird, umso plötzlich wechselt er auf diese Toggle-Icon oder dieses Hamburger-Icon. Wenn ich da drauf drücke, klappt jetzt das ganze Ding aus und da kann ich die einzelnen Links auswählen, je nachdem, wo ich dann hinspringen will. Das ist genau so, wie ich es wollte. Von dem her ein großer Erfolg. Mit diesem Responsive Menu haben wir die Möglichkeit, noch weitere Funktionen einzubauen. Beispielsweise, wenn wir innerhalb von diesem Menü plötzlich noch ein Dropdown-Item haben wollen. Auch das ist möglich. Da müssen wir halt einfach entsprechend diese Funktionen rausholen, die wir schon früher verwendet hatten. Wir nehmen da ein Item, sagen wir dem hier, Link 2, geben dem die zusätzliche Klasse Dropdown und fügen dann dort entsprechend die zusätzlichen Befehle noch ein, die es braucht. Navbar Link und Dropdown Toggle und geben dem jetzt entsprechend noch einen ID wiederum. Mein Dropdown zum Beispiel. Und nach diesem ID müssen wir noch Data Toggle angeben. Was er denn genau ändern soll, er soll nämlich das Dropdown verändern. So. Und mit diesem Link eingebaut, braucht es jetzt dort die entsprechenden Menüpunkte mit der Klasse DropdownMenü und jetzt hier wiederum die einzelnen Menüpunkte, beispielsweise unter, jetzt müssen wir dann durch die andere Klasse, DropdownItem. Und RF nehmen wir irgendwie, bleibt er mal auf der Seite stehen und dann habe ich unter Menü 1 und das machen wir noch ein paar Mal, 2 und 3 und schauen mal, wie das aussieht. Genau, da habe ich hier einen Tippfehler. So, voilà. Jetzt wird auch das angezeigt und wenn ich es kollabiere, entsprechend kann ich dann auch weiterhin das Untermenü auswählen. Also von dem her, die Navigation funktioniert auch auf kleinen Bildschirmen, auch wenn sie etwas komplexer wird. Alles das ist Bootstrap. Noch eine letzte kleine Funktion, die ich euch zeigen möchte, ist, wenn ihr dann mal später hier rechts viel Text habt. Ich mache mal da mal ganz viele neue Zeilen. Ja, machen wir da ganz viel neuen Text. Und jetzt logischerweise, wenn ich da scrolle, ist das Menü weg. Oder hier auch, wenn ich so habe, dann sehe ich nicht mehr, was für Auswahl das ich habe. Das ist ein bisschen schade. Und jetzt hat auch da Bootstrap eine kleine schöne CSS-Klasse kreiert. Wenn ihr jetzt hier ein Fixed-Top eingebt und dann rumscrollt, seht ihr, dass sie das Menü immer oben kleben bleibt, auch wenn es kleiner ist. Je nachdem will man das, aber ich, oder auch nicht, aber ich finde das immer sehr praktisch. Ja,
ehrlich gesagt, wenn ich dann rumscrolle, dass das Menü auf der gleichen Seite bleibt. So, das denke ich war ein wichtiger Screencast, damit ihr die ganzen Menüstrukturen responsive bauen könnt. Und ich wünsche euch viel Erfolg. Auch hier wiederum schaut auf der Website nach von W3 Schools, wie diese Navbars funktionieren. Da habt ihr noch weitere Möglichkeiten, die ihr ausprobieren könnt. Aber das, denke ich, habt ihr jetzt alles im Griff. Viel Erfolg, bis zum nächsten Mal.